Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 174 von Mittelerde Lore. Und in diesem Video geht es um das Schicksal der großen Helden des dritten Zeitalters nach ihrem Abenteuer. Es geht darum, was die Gefährten nach den Ereignissen von Herr der Ringe und nach dem Ende des Ringkrieges taten, wohin sie gingen und was aus ihnen wurde. Um den Ring nach Mordor zu bringen und um den dunklen Fürsten Sauron aufzuhalten, wurde im Bruchtal die Gemeinschaft des Ringes gegründet. Sie bestand aus dem Zauberer Gandalf, der ein Maia und ein Istari war, dem Elben Legolas und dem Zwerg Gimli, sowie den beiden Menschen Aragorn und Boromir und schließlich noch den vier Hobbits Merry und Pippin sowie Sam und Frodo, der als Ringträger den mächtigen, aber auch bösen einen Ring nach Mordor tragen sollte. Die Abenteuer dieser neuen Helden in Herr der Ringe sind ja nun gut bekannt und zu jedem einzelnen davon gibt es auch schon ein eigenes Video auf diesem Kanal. Hier aber will ich nun zusammengefasst vorstellen, was im vierten Zeitalter aus ihnen wurde. In der Zeit, nachdem Sauron besiegt und Gondor und Rohan gerettet waren und nachdem auch das Auenland von Saruman als letztem großen Feind befreit war. Zumindest was aus allen außer Boromir wurde, der bereits während des Ringkrieges ein heldenhaftes Ende im Kampf gegen die Uruk-hai fand und starb, als er Merry und Pippin verteidigte. Am kürzesten ist nun die Geschichte von Frodo und von Gandalf nach Herr der Ringe. Denn was Gandalf direkt in den 2 Jahren nach Herr der Ringe tat, wissen wir nicht. Als der Zauberer sich von den Hobbits am Rande des Auenlandes verabschiedete, meinte er aber noch, dass sie sich nun selbst um ihre Probleme kümmern mussten. Dazu waren sie ja nun nach ihrem Abenteuer mehr als fähig. Er sagte, dass seine Zeit und seine Aufgabe, den Bewohnern von Mittelerde zu helfen, nun vorbei sei. Damit spricht Gandalf an, dass seine Mission als Istari, den Bewohnern von Mittelerde beizustehen und gegen das Böse von Sauron zu kämpfen, nun erfüllt war. Und somit endete auch seine Wanderschaft durch Mittelerde. Dazu sagte er aber auch noch, dass er sich mit Tom Bombadil treffen und unterhalten wollte. Gandalf war ja stets ein rastloser Wanderer gewesen, der sich unentwegt um die Welt sorgte, während Tom Bombadil stets nur an einem Ort lebte und sich nicht wirklich für die Welt jenseits seines Waldes interessierte. Und nun, so meinte der Zauberer, würden sie sich viel zu sagen haben. Es sollte ein Gespräch werden, wie es Gandalf in all seiner Zeit in Mittelerde kaum jemals gehabt hatte. Da wir sonst nur nichts darüber erfahren, was Gandalf in den folgenden 2 Jahren nach dem Ringkrieg tat, könnte man vielleicht sogar vermuten, dass das Gespräch mit Tom Bombadil einen Großteil dieser Zeit in Anspruch nahm und sich die beiden wirklich sehr lange unterhielten. Am 29. September des Jahres 3021 des dritten Zeitalters ging Gandalf dann aber nach Midlond, wo er zusammen mit den anderen Ringträgern Elrond, Galadriel, Bilbo und Frodo ein Schiff nach Aman bestieg. So segelte der Zauberer Gandalf nach Westen zurück, woher er einst als Istari gekommen war. Als Maia hatte er dort vorher schon gelebt und da er als ein Geist auch unsterblich war, lebte er weiterhin in Aman bis zum Ende der Welt. Was er dort aber tat, das wird uns nicht mehr berichtet und in keiner Geschichte von Mittelerde mehr überliefert. Ganz ähnlich ist es auch mit Frodo, doch von ihm wissen wir mehr, was zwischen dem Ende des Ringkrieges und seiner Abreise nach Aman geschah. Er wurde vor allem von den Spuren, die seine schwere Reise an ihm hinterlassen hatte, geplagt. Den Ring bis nach Mordor zu tragen und was ihm auf dieser Reise alles widerfahren war, hatte ihn gezeichnet. Und vieles von diesem Schrecken ließ Frodo auch nie wieder los. Für einige Zeit hatte er die Rolle des Bürgermeisters des Auenlandes inne, während die Hobbits die Schäden, die Sarumans Herrschaft angerichtet hatte, wieder behoben. Am 13. März des Jahres 3020, dem Tag, an dem ein Jahr zuvor die Spinne Kankra ihn vergiftet hatte, wurde er aber schwer krank. Und am Mittjahrestag desselben Jahres legte er das Amt des Bürgermeisters wieder nieder. Auch am 6. Oktober, dem Tag, an dem Frodo vom Hexenkönig verwundet worden war, wurde er erneut schwer krank. Seine alten Wunden schmerzten immer wieder und wieder und der Schrecken ließ ihn nicht los. So setzten sich Frodos Krankheiten auch im nächsten Jahr wieder fort. Wieder am 13. März wurde er krank und am 29. September ging er dann schließlich mit Gandalf nach Midlond und an Bord des Schiffes nach Aman. Bevor er Mittelerde aber verließ, schrieb er seine Geschichte im Roten Buch der Westmark nieder und dieses Buch und auch seinen gesamten restlichen Besitz vermachte er Sam, der damit zum Herrn über Beutels End wurde. Was dann danach aus Frodo und auch aus Bilbo in Aman wurde, wissen wir nicht. Die schwere Bürde, die seine Reise mit dem einen Ring war und die ihn auch immer wieder krank machte, konnte ihm dort wohl von den Elben und dem Licht der Valar erleichtert werden. Aber auch wenn sie die unsterblichen Lande heißen, war Frodo dort selbst nicht unsterblich. Sie heißen ja nur so, weil dort Unsterbliche wie die Elben, die Valar oder die Maia leben.
Frodo verbrachte damit den Rest seiner Tage in Frieden und verstarb dort in Aman. Wann, wissen wir aber nicht. Sam, der zusammen mit Frodo bis nach Mordor gegangen war und für eine sehr kurze Zeit sogar selbst den einen Ring getragen hatte, blieb nun länger im Auenland. Zurück dort pflanzte er viele Bäume nach dem Ringkrieg, um das Auenland wiederherzustellen, wie es vor Saruman war, und auch den Samen des Malorn, den er von Galadriel bekommen hatte, pflanzte er ein. Schon am 6. September des Jahres 3020 ging dieser Samen auf und ein Malorn begann im Auenland zu wachsen. Und am 1. Mai desselben Jahres heiratete Sam dann seine geliebte Rosi Cotton. Bereits ein Jahr später, am 25. März, wurde dann seine Tochter, Elanor die Schöne, geboren und im September begleitete er Frodo auf seiner letzten Reise zum Hafen von Midlond. Danach wurde er eben auch zum Besitzer von Beutels End, wo er mit seiner neuen Familie einzog. Er hatte dort mit Rosi noch 12 weitere Kinder und so hatte er eine sehr große Familie. Auch seine Liebe zum Gärtnern ging Sam nicht verloren und ebenso seine Liebe zu Geschichten. Er war es, der viele weitere Geschehnisse des vierten Zeitalters im Roten Buch niederschrieb. Im Jahr 6 des vierten Zeitalters wurde er danach zum ersten Mal zum Bürgermeister des Auenlandes gewählt. Sam war inzwischen zu einer rechten Berühmtheit geworden und für die nächsten 49 Jahre wurde er 7-mal hintereinander zum Bürgermeister gewählt. So war er es auch, der Aragorn an der Grenze des Auenlandes empfing, als der König das Auenland zum freien Land erklärte. Und in seiner Rolle als Bürgermeister wurde er darüber hinaus noch Teil des Rates von Arnor und so ein Berater von Aragorn. Im Jahr 64 verstarb dann Rosi und Sam, nun im Alter von 102 Jahren, ging ebenfalls zu den Grauen Antworten und segelte nach Westen. Als Ringträger, wenn auch nur sehr kurz, wurde es ihm gestattet, nach Aman zu gehen und dort wollte er auch Frodo noch ein letztes Mal sehen. In den unsterblichen Landen verbrachte auch er dann den Rest seiner Tage, während seine Tochter Elanor das Rote Buch erbte und über sie blieb es auch erhalten. So schrieb Tolkien noch im Vorwort zur ersten Ausgabe von Herr der Ringe, dass diese Geschichte eben aus dem Roten Buch stammt und nur von ihm übersetzt wurde und damit ist das Rote Buch die eigentliche Quelle von Herr der Ringe. Sam aber hatte auf jeden Fall noch ein spannendes Leben im Auenland und vor allem eine sehr große Familie. Auch Merry und Pippin waren dann große Berühmtheiten und regelrechte Helden des Auenlands. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie es waren, die die Hobbits in der Schlacht gegen Sarumans Diener zum Sieg geführt hatten. Pippin heiratete im Jahr 6 des vierten Zeitalters Diamond Longcleave und im Jahr 9 wurde sein Sohn Faramir geboren. Schließlich erbte dann auch Pippin den Rang des Teins des Auenlandes, der von den Tooks gehalten wurde und ebenso wie Sam wurde auch er mit diesem Rang in den Rat des Königreichs von Arnor eingeladen. Als Tain der Familie Took sammelte er auch viele Bücher und baute eine regelrechte Bibliothek im Auenland auf, wo vor allem historische Werke gesammelt wurden, die auch von seinen Nachfahren noch erhalten wurden. Merry unterdessen wurde als Meriadoc der Prächtige bekannt und wurde der Meister von Bockland, der große Gaben und Geschenke von König Eomer von Rohan und von Eowyn erhielt. Er heiratete Estela Bolger und hatte mindestens einen Sohn mit ihr, dessen Name aber nicht überliefert wurde. Auch er trug zur Literatur des Auenlandes bei und schrieb Werke wie Kräuterkunde vom Auenland, die Jahreszählung oder auch die Abhandlung Alte Wörter und Namen im Auenland. Aber auch noch weitere Werke soll er geschrieben haben. Und schließlich wurde auch er noch als dritter Hobbit Teil des Rates von Arnor und er und Pippin erhielten den Kontakt mit der Außenwelt aufrecht. Im Jahr 63 gingen dann sowohl Merry im Alter von 102 wie auch Pippin mit 95 Jahren nach Gondor und lebten dort noch eine Weile bei König Aragorn, bis sie dann schließlich verstarben. Sie wurden dort mit höchsten Ehren, selbst wie Könige, bestattet. Noch vor ihrem Tod und während ihrer Reise nach Gondor besuchte Merry aber auch noch Rohan und traf sich mit König Eomer von Edoras, der aber noch im gleichen Jahr verstarb. Der Zwerg Gimli unterdessen kehrte nach dem Ringkrieg kurz in seine Heimat, dem einsamen Berg, zurück, wobei er zusammen mit Legolas viele Orte auf seiner Rückreise besuchte und sich viel Zeit ließ. Vom einsamen Berg brachte er dann auch einige Zwerge von Durins Volk nach Rohan. Sie ließen sich in den glitzernden Grotten nieder und Gimli baute dort eine neue Kolonie der Zwerge in direkter Nachbarschaft mit den Menschen von Rohan auf und wurde zum Herrn der glitzernden Grotten. Auch hielt er seine Freundschaft mit den anderen Gefährten stets aufrecht. Er und seine Zwerge halfen viel beim Wiederaufbau von Gondor und Arnor. So stellten seine Zwerge viel von Minas Tirith wieder her und sie schmiedeten sogar ein neues Stadttor aus Mithril und Stahl für die Stadt.
In Gondor traf er auch mehrfach auf die Hobbits Merry und Pippin und blieb in engem Kontakt mit ihnen. Gimli war es so auch, der den Hobbits von der Geschichte von Durins Volk erzählte, und sie schrieben es dann im Roten Buch nieder. Auch half Gimli Aragorn dabei, als sie die Geheimnisse des Orthanc ergründeten. Nur dank des Zwerges wurde eine versteckte Tür im Turm gefunden, wo Saruman Gegenstände versteckt hatte, die eigentlich mit Isildurs Tod für verloren geglaubt waren. Legolas unterdessen, mit dem Gimli stets besonders eng befreundet blieb, begleitete ihn lange bei seiner Rückreise, doch auch er kehrte schließlich in seine Heimat, den Düsterwald, zurück. Doch ebenso wie der Zwerg blieb auch der Elb nicht lange dort, und um das Jahr 20 des vierten Zeitalters herum sammelte er einige Elben und zog mit ihnen nach Ithilien. Dieser Landstrich war von größter natürlicher Schönheit. Doch durch Saurons Einfluss und die Herrschaft des Hexenkönigs über Minas Morgul war das Land schwer gezeichnet worden. Die Elben mit Legolas aber stellten die Schönheit von Ithilien wieder her und behoben alle Schäden, und Ithilien wurde wieder zu einem der schönsten Orte von ganz Mittelerde überhaupt. Dank der Bemühungen von Legolas wurde dieser Ort zu einem wahrhaften Garten der Elben. Im Jahr 120 des vierten Zeitalters entschied sich dann aber auch endlich Legolas, nach Aman zu segeln und Mittelerde zu verlassen. Und auf dieser letzten Reise nahm er Gimli mit sich. Zum einen, weil der Zwerg und der Elb während ihrer gemeinsamen Reise beste Freunde geworden waren und daher zusammenbleiben wollten. Und zum anderen wollte Gimli in seinem Leben noch einmal die Schönheit von Galadriel sehen, die er nun in Aman war. So wird sogar vermutet, dass es Galadriel war, die ein Wort für Gimli einlegte, damit er nach Aman kommen durfte. Er war damit ja auch der einzige Zwerg, der jemals die unsterblichen Lande erreichte. Legolas baute für diese letzte Reise ein Schiff in Ithilien, und er und Gimli segelten dann gemeinsam den Anduin hinab und von dort aus übers Meer nach Aman. Was dort noch aus Gimli wurde, was er dort sah und tat, wissen wir aber nicht. Doch auch er verstarb letzten Endes dort, während Legolas für immer als unsterblicher Elb dort lebte. Der letzte Gefährte, um dessen Schicksal es dann noch gehen soll, ist Aragorn, der am Ende von Herr der Ringe zu König Elessar gekrönt wurde und damit Gondor und Arnor wiederherstellte und als vereintes Königreich erneuerte. Mit der Krönung und Thronbesteigung allein war seine Arbeit aber noch lange nicht abgeschlossen. Im Jahr 6 des vierten Zeitalters erklärte er zunächst das Auenland für unabhängig und verbot, dass ein großer Mensch es betreten durfte. Das gleiche Verbot erließ er auch für den Wald der Druedain, um sowohl die Hobbits wie auch die Druedain zu schützen. Sie sollten in ihren Ländern ungestört und sicher sein und dort frei leben können. Auch er selbst musste sich an dieses Verbot halten, und selbst Aragorn als König kam nur bis zur Brücke des Auenlandes, wenn er seine Freunde treffen wollte, was er auch immer wieder tat. So zum Beispiel im Jahr 15 des vierten Zeitalters, als er an die Brücke über den Brandywine kam und dort Sam, Merry und Pippin traf und ihnen große Geschenke machte. So beschenkte Aragorn die Hobbits zum Beispiel auch damit, dass sie die Turmhöhen, oder auch die fernen Höhen genannt, als Teil des Auenlandes bekommen sollten. In diesem Jahr nahm er auch Elanor, Sams Tochter, als Dienerin von Arwen auf. Doch auch der Wiederaufbau von Gondor und Arnor an sich war viel Arbeit. Vieles musste Aragorn richten und neu ordnen. Unter anderem nahm er auch den Orthanc wieder in Besitz und brachte den Palantir des Turmes wieder dorthin. Dort im ehemaligen Turm von Saruman fand Aragorn auch einige Dinge, die mit Isildur verloren gegangen waren, wie zum Beispiel das originale Elendilmir. Aragorn vermutete daher, dass Saruman Isildurs Körper gefunden hatte, als er nach dem Ring im Fluss gesucht hatte. Da der eine Ring aber nicht bei Isildurs Knochen war, nahm Saruman nur, was er dort fand, und verbrannte die Knochen von Isildur. Besonders schwer und lange war dann der Aufbau von Arnor, doch Aragorn war nicht allein. Er machte Faramir zum neuen Truchsess von Gondor, und König Eomer wurde zu einem seiner engsten Vertrauten und zu seinem General. Die beiden erneuerten den Schwur zwischen Rohan und Gondor, und die beiden ritten gemeinsam noch in so manchen Kampf. Auch nach Saurons Ende gab es noch immer viele mächtige Diener des Bösen, die weiterhin Feinde von Gondor und Rohan und Feinde des Guten waren. Viele von ihnen waren mächtig genug, um auch ohne Sauron dunkle Pläne zu spinnen und zu verfolgen. So ging Aragorn zusammen mit Eomer noch auf viele Kriegszüge gegen die Ostlinge und Haradrim. Bis jenseits der See von Run und weit nach Süden sollen sie geritten sein, und sie löschten viele verbliebene Diener von Sauron aus. Ohne den Schatten des Bösen auf sich wurden viele Völker der Haradrim und der Ostlinge so von Aragorn befreit und befriedet, und der König brachte damit viel Frieden nach Mittelerde,
auch wenn noch weitere Kriege nötig waren. Ob Aragorn dann zeit seines Lebens es schaffte, alle Feinde zu bezwingen und jeden letzten Diener von Sauron auszulöschen, ist aber unklar. Auf jeden Fall aber musste er noch in so manchen Kampf und Krieg ziehen, um die Menschen vom Bösen zu befreien. Mit Arwen hatte Aragorn dann auch noch einen Sohn namens Eldarion, der sein Nachfolger werden sollte. Er traf sich auch viel mit Merry und Pippin sowie mit Legolas und Gimli und erhielt seine Freundschaft mit ihnen aufrecht. Und dann verstarb er nach einer langen und guten Herrschaft im Jahr 120 des vierten Zeitalters im Alter von 210 Jahren. Und es war eben auch jener Tag seines Todes, an dem Legolas und Gimli sich entschieden, Mittelerde nun zurückzulassen. Nun, da auch mit Aragorn ihr letzter Freund verstorben war, wollten sie nach Aman aufbrechen. Jener Eintrag, dass König Elessar verstarb und in allen Ehren als einer der größten Könige aller Zeiten bestattet wurde, dass Arwen ein Jahr später verstarb und Legolas und Gimli nach Aman segelten, ist dann auch der letzte Eintrag im Roten Buch. Soweit erfahren wir die Geschichte der Gefährten nach Herr der Ringe. Legolas und Gandalf, die beide unsterblich waren, würden in Aman noch bis zum Ende der Welt leben. Und während wir nicht wissen, wann genau Frodo, Sam und Gimli in Aman verstarben und was sie dort noch alles erlebten und sahen, war auch ihr Leben schließlich endlich. Merry, Pippin und Aragorn dagegen blieben für immer in Mittelerde und lebten dort ein langes und gutes Leben. Sie alle blieben als größte Helden in Erinnerung und ihre Werke, wie die von Gimli in den glitzernden Grotten oder Legolas in Ithilien, blieben noch lange berühmt und noch lange wurden sie von ihren Nachfahren erhalten und gepflegt. Das wohl älteste Erbe der Gefährten wird aber wohl das Rote Buch der Westmark sein. Ein Buch, das von Bilbo begonnen, von Frodo weitergeschrieben und schließlich an Sam übergeben wurde. Sam, Merry und Pippin erweiterten es dann noch um viele weitere Einträge und schließlich ging es an Sams Nachfahren mit Elanor über und über sie, letzten Endes an uns. Und so ist auf gewisse Weise die Geschichte von Herr der Ringe an sich, das große Erbe der Gefährten. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zum Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das mir in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons und tschüss YouTube bis zum nächsten Mal bei Mittelerde Lore.